Jawohl, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sid Meier's Civilization 5. Oh, ich muss mein Mikro kurz zurechtdrücken. So, jetzt hat. Und ja, wir haben letzte Folge ja beendet bei einem, oder während eines kleinen Gegenangriffs der Engländer sind es ja, genau, nicht Großbriten, das habe ich ein bisschen, also ich sage immer wieder Großbritannien, das ist so ein bisschen reflexmäßig. Hallo. Go ahead. Es ist ein bisschen reflexmäßig. Aber streng genommen sind es ja Engländer und keine Großbritannier. Aber wir können ja da gar keinen Schaden machen, das ist ja Wahnsinn. Das wird allerdings gehen, wir greifen hier an. Aber die Legion ist eh schon so kaputt. Na komm, einmal durchrotieren, oder? Machen wir mal diesen und diesen hier. So, du. Der Krieger ist eigentlich keine Gefahr. Entweder wir verschanzen. Ja, wir verschanzen den Bogenschützen, komm. So, die Balliste. Einmal so transportiert. Der Legionär, komm. Bevor wir da wieder stehen bleiben, gehen wir lieber gleich weiter. So. Unwegsames Gelände und einmal vorwärts. So. Jetzt ist die Frage. Wir könnten natürlich diese Triere beschießen. Aber ich will dann eigentlich regenerieren, den Bogenschützen. Wir haben jetzt auch gleich Kompositbogenschützen. Ist eh die Frage, ob wir den nochmal in heimatliches Gefilde bringen wollen sogar. Oder ob wir ihn auflösen. Das wäre die andere Möglichkeit. Er hat keine geilen Upgrades. Er ist noch Stufe 2, ne? 2, genau. Und der ist Stufe 6. Ja. 152 von 210. Also, beschießen wir mal die Triere. Wir sind halt langsam an dem Punkt, wo die normalen Bogenschützen wirklich wenig ausrichten können. So, genau, die freundliche Triere. 29 Schaden, wunderbar. Gut. Balliste 4 Runden. Ich hätte sie gerne in 3. Ah, so einfach ist es. Gut. Ein Produktion mehr. Gut, irgendwas, was unser Verwalter festlegt? Nee, gut. Jetzt ist die Frage hier, wir machen richtig gut Schaden. Die Frage ist, ob sich's rentiert. Na gut, dafür sind Speerkämpfer da, ne? Gehen wir erstmal mit denen voran. Hier die Legion. Wir könnten natürlich angreifen. 33 Schaden. Und hier 39 Schaden. Ja, dann hätten wir zwei, die so ein fitzlichen Leben noch haben. Aber das ist unsere zweite Legion, die möchte ich eigentlich jetzt aufheben, weil die schon eines der Upgrades hat, die man braucht. Also nächste Runde kriegt sie ein richtig starkes Upgrade. Wenn man Drill 3 oder was ist das, in offenem Gelände Schock 3? Bin ich mir gar nicht sicher gerade. Wenn man eins dieser zwei Upgrades hat, schaltet man eben diese richtig starken Upgrades frei, was wir hier auch haben, Marschieren und Blitzkrieg. Nee, komm, wir verschanzen uns hier. Machen hier mal nichts. Und ja, komm, dafür ist der Speerkämpfer da. Also, wenn nicht dafür, wofür dann? Komm, greifen wir an. So. 21 Schaden erlitten, 44 ausgeteilt. Ist in Ordnung. Und ich hätte ganz gerne die Legion dann auch einmal kurz nach vorne verschoben. Können sie ja wieder zurück verschieben, wenn wir den Speer tatsächlich wieder wegziehen. Falls er nicht vernichtet wird, die Möglichkeit gibt es durchaus auch. Jetzt ist er immer noch da im Weg, Alter. Almaty, du bist richtig böse. So, hier regeneriert er. Ja, den können wir dann auch durch einen Bogenschützen ersetzen, also hier tauschen. Okay.
Triere wird angegriffen, okay. Omias. Okay. Was? Mevixas? Okay. Ich weiß schon den Titel für die Folge. Gut. Entschuldigung. So, Goldbrune, ja, passt. Also wenn wir diese ganzen Luxusressourcen nicht hätten, ich wüsste nicht, wie wir unser Geld verdienen sollten. Ach ja, die sind ja echt Wahnsinn. Die haben hier ihre Hauptstadt. Heilige Stadt für Hinduismus. Es ist ziemlich nah sogar. Also keine 10 Felder von Oppidum. Und gründen hier 2 Städte. Was soll denn das? Aber es hilft nichts. Die müssen entfernt werden, früher oder später. So. Die haben gut, also sehr gut regeneriert. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht haben. Willst, glaube ich, auch gar nicht so genau wissen. Der Bogenschütze. Haben wir eine Chance, den zu versenken? Ja, ne? Es variiert immer so ein bisschen. Vielleicht schaffen wir es. Na komm. Oh, Leute, ganz knapp. Ganz knapp. Scheiße. Oh, super. Die Triere kann nur nichts tun. Wir können uns außerhalb vom freundlich gesinnten Gebiet nicht verschanzen. Boah, die Legion würde... Ja, die wird hier dauerhaft beschossen, ja. Das ist nach wie vor so. Warte mal, die Legion... Also entweder bringen die Legion auf dem Nordweg oder auf dem Südweg. Das ist so die Grundsatzfrage. Haben wir den hier, genau. Das wollten wir machen. Timur darf nichts tun. Ne, stimmt gar nicht. Timur darf eins nach Süden gehen. Diese Legion kann mal hier angreifen. Damit würden wir ihn verscheuchen, gell? Wir könnten ihn auch vernichten. Der könnte eine Straße bauen. Bin ich fast ein Fan von. Der hat übrigens einen richtig geilen Bewegungssound. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das bei allen Schwertkämpfern so ist oder ob das nur die Legionen haben. Aber auf jeden Fall ist der Sound echt geil, wenn die sich bewegen. So. Es ist die Frage, wollen wir die positionieren? Ich wäre fast dafür, mal hier so zu schauen. Okay, die bauen hier eine Festung. Das ist ja süß. Können wir dann gleich besetzen, diese Festung? Schaut es euch an, wunderbar. Mit Holzpalisade. Sehr schön. Ah, der Speerkämpfer würde sterben. Wasserndrill. Habe ich denn die Refast dazu, den umzubringen? Na komm. Das ist jetzt der Hastinger Wald, wenn man so will. So. Wo haben die ihre Pferde? Ah, die haben gar keine Pferde. Die kriegen sie von irgendeinem Stadtstaat gesteckt. Oder? Antwerpen. Ah, oder? Ich sehe es gerade nicht, dass die Pferde... Doch, hier. Natürlich, hier. Das heißt, wenn wir Hastings haben, dann haben wir auch ihre Pferde. Das wäre eigentlich wichtig, weil ich hasse Reiter. Reiter als Feinde zu haben, ist irgendwie für einen Spieler immer so ein bisschen schwierig. Obwohl tatsächlich Reiter nicht die stärkste Einheit sind. Probieren wir es einfach mal, gegen die vorzugehen, oder? Ja, da hätten wir sie töten können. Na komm. Ja, das Problem ist, die Speerkämpfer nehmen so viel Platz weg, den wir auch anderweitig benutzen könnten. Insofern, glaube ich, werden die sich jetzt mal heldenhaft hier opfern. In diesem Krieg.
Oppidum baut eine Stadtmauer. Sehr gut. Oh, sie geben uns ein Gold pro Runde. Das ist mal ein Fortschritt. Aber das lehnen wir natürlich ab. So, die Triere ist versenkt. Und der Speerkämpfer ist getötet. Okay. Und der Legion wird heftig zugesetzt. Während der Reiter sich verschanzt. Huh. Boah. Na, sehr viel besser wird's nicht mehr. Ich will nur, dass die Balliste da ist, wenn wir tatsächlich anfangen hier. Und ich find's wirklich feierbar, wie Genua sich dauerhaft erwehren kann. Das ist sehr schön. So. Fürst Neopheles von Rom. Ah, und wir haben gleich eine neue gebaut. Sehr schön. Nehmen wir mal Marineeinheiten hier. Die Marinebeförderung. So. Große Frage. Starten wir den Angriff oder nicht? In einer Runde haben wir Bauwesen. Na komm, da muss ein Kompositbogenschützen her. Da eigentlich auch. Da kommen wir erst in drei Runden durch. Ach, na komm. Einmal töten. Oh. Die erste Legion darf mal nichts tun. Der General auch. So. Dann sind wir hier in zwei Runden. Das müssen wir einfach machen. Und die Legion wird einmal zurückgezogen, oder? Ja. Dann nichts tun. Und dieses Feld brauche ich jetzt. Weil es eigentlich egal ist, gell? Wir könnten auch hierher und dann hierher. Und dann können wir eben in einer Runde hierher dann aufstellen und direkt Hastings beschießen. Insofern machen wir das mal. Und hier bauen wir noch eine Balliste. Wird vielleicht zu spät kommen, aber ist nicht verkehrt. Bauen wir hier noch eine Balliste. Eine Triere muss reichen. So. Eine Legion. Dann geht die einmal bei eins vor. Und die darf dann hier die Straße fortsetzen. Der Montgomery kann nicht erobert werden. Insofern darf er mal nichts tun. Der darf noch eine Runde regenerieren. Dann schauen wir mal, was er macht. Der auch. Der auch. Der geht nach da und tut nichts. Genau. Wunderbar. Sehr schön. So. Das Problem ist, sie hat tatsächlich sehr intelligent Kompositbogenschützen gebaut. Wie es jeder normale Spieler machen würde. Und sie zielt tatsächlich auf die Bogenschützen. Schafft sie sie zu töten? Ja, tatsächlich. Hm. Quebec bewegt wieder seine Truppen auf Stadtstaat-Manier. Drei Dinge sind bei einem Gebäude zu beachten. Dass es am rechten Fleck stehe, dass es wohl gegründet, dass es vollkommen ausgeführt sei. Genau. Gut, unser Bogenschütze wurde getötet. Ist wohl nicht zu ändern. Und wir haben noch eine Balliste. Sehr gut. Die Triere fährt weiter. Und hier die Legion. Ich tendiere fast dazu, die verletzten Legionen vielleicht ein bisschen arg weiter zurückzuziehen. Bin nicht ganz sicher. Also die Balliste... warte mal. Also diese Legion könnte diesen Krieger erledigen. Das wäre eigentlich gut.
Oder wir lassen sie in Regenerationsstellung. So. Rom kann Kolosseum bauen, das ist super. Dann Straße. So. 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 Das klappt sogar. Wahnsinn. So. Regenerieren. Nichts tun. Straße. Ah, die Legion ziehen wir mal zurück, genau. Oder? Und wir sie mal hier stehen lassen, so ganz dreist. Mal schauen, was passiert. So. Kompositbogenschützen, sehr gut. Machen wir mal den hier. Hier nichts tun, gut. Du darfst auch mal nichts tun, du kannst dich eh nicht regenerieren, diese Runde. Und dann hier, wir brauchen eh Fallenstellen für Wild. Insofern erforschen wir mal Fallenstellen. Oder gibt es eine neue Militärtechnologie, wo wir neue Einheiten kriegen? Reiterei wäre dann perspektivisch die nächste. Also eigentlich mit den Ballisten sollte es kein Problem sein, Hastings zu erobern. Bundesgegenstädte plus 200%. Fernangriff 10, das Katapult hat, glaube ich, 8, oder? Ne, nicht modernisieren, stopp. Ersetzt das Katapult, das hat 8, genau. Also das darf man jetzt, das darf man nicht überbewerten, aber auch nicht unterschätzen. Das sind immerhin 25% mehr. Und das kumuliert ja natürlich auch, also dieses plus 15% Fernkampfstärke und sowas, das ist da ja auch noch mit drin. Und Stärke 8, das darf man auch nicht unterschätzen, das ist so viel wie ein Krieger, oder? Bin mir gar nicht sicher. Warte mal. Ja, genau. Okay, die Legion wurde bombardiert, alles klar. Und die Krieger greifen da an. Unfassbar. Wir hätten sie doch töten sollen. So, die Legion wird angegriffen, okay. So, hier warte, ist eine Gefahr für die Ordnung dieser Welt. Nee, kein Interesse. Den Missionar, den denke ich mal, werden wir gefangen setzen. Ist ganz klar. Und irgendwie im Augenblick kommen wir nicht so richtig rein. Ihr merkt es. So. Ihr dürft mal regenerieren, genau. Könnt ihr die mit einem Schuss erledigen? Nee. Ja, Kompositschützen, ne? Machen wir mal da. Genau. Okay, hier ist eine Straße gebaut. Ziehen wir euch mal nach da. Mal den hier. Und dann so. Sehr gut. Die Balliste. In einer Runde ist noch eine Balliste fertig und in Rom dann in zwei Runden das Kolosseum. Sehr gut. So, das bewirtschaften wir mal manuell. Das ist auch sehr schön. Und in fünf Runden dann der neue Bürger. Wunderbar. Gut. Die Frage ist jetzt, was der hier machen darf. Ziehen wir einmal nach Götterschiff. So, den hier. Ziehen wir mal den Kompositschützen eins weiter. Gut. Und die erste Legion darf den Missionar gefangen setzen. Genau. Oh. Zwei angeschlagene Trieren. Die Frage ist jetzt, nee, hier regenerieren wir. Das muss sein. Und hier fahren wir ja mehr oder weniger Erfahrung dadurch, dass wir beschossen werden. Was auch immer eine schöne Art ist, Erfahrung zu generieren. Okay. So, da hat sich ein Kompositschütze geoutet.
Ich denke, der Zeitpunkt ist gekommen, dass wir zuschlagen. Nee, eine Runde müssen wir noch warten. Eine Runde müssen wir noch warten. Zum einen, diese Legionen unten müssen regenerieren. So, Almaty sieht sich anderweitig um. Das ist alles nicht schlimm. Ach Gott, die lassen sich schon wieder einen Bautrupp gefangen nehmen. Okay, was ich mich lobend über die KI geäußert habe. Übrigens, diese Gewürze sind immer noch modernisiert. Ich weiß nicht, was dieser Späher geraucht hat, dass er die nicht plündert, aber naja, gut. Ich beschwere mich nicht. Gut, und so, hier ziehen wir einmal durch. Die dürfen regenerieren. Die dürfen nichts tun. Das ist unsere zweite Legion, genau. Ja. Unwegsames Gelände, gut. Warte mal. Hier können wir von da aus beschossen werden. Aber auch nur von da aus. Insofern regenerieren wir da mal kurz. Hier können wir die beschießen, das ist gut. Den Missionar lösen wir natürlich auf, das ist... bringt uns nichts. Ne, wir können nicht angreifen, dann tun wir mal nichts außerhalb der Range von London. Okay, Timur. Nichts tun. Okay. Machen wir mal diesen. Ziehen wir eins nach vorne. Gerade so nicht in der Reichweite von Hastings und York. Wäre natürlich schön, wenn wir den kriegen würden hier. So, das interessiert uns alles nicht. Antwerpen wird nicht mehr von Byzanz beschützt. Und England ist mit Antwerpen verbündet. Das ist alles schön für Antwerpen. Setzen wir hier noch einen Kompositbogenschützen durch. Und dann in zwei Runden ist Fallenstellen fertig. Gehen wir schon mal nach da. So. Ist auch schön, wirklich diese... wie wir das jetzt hier urbar gemacht haben. Okay, sie schießen zurück. Alles klar. Die Legion kassiert weiter. Da ist ein großer General. Will ich haben. So, Theodora hat Maria den Krieg erklärt. Alles klar. Das werden wir uns vielleicht später auch mal anschauen. So, die Stadtstaaten sind dran. Das interessiert uns weniger. Wobei Genua vertreibt jetzt wieder die Panama-Statesen. Holt sich den Bautrupp auch wieder. Schön. Ist immer noch derselbe Bautrupp, den wir ungefähr viermal zurückgegeben haben, weswegen Genua uns jetzt noch die nächsten 50 Runden liebt. So. Die Frage ist, ziehen wir hier in den Kampf? Das Problem ist, wir werden vermutlich getötet. Aber wir haben halt gegen zwei Trieren auch keine Chance. Insofern greifen wir mal an. Oh Gott. Ja, okay, wir werden definitiv getötet. Verdammt. So, unwegsames Gelände 2. Gut, du bleibst mal hier, verschanzt dich weiter. Nichts tun, verschanzen. Richtiges Duell hier. Gut, du greifst mal hier an, bedeutender Sieg. Ach du Scheiße. Warte mal. 13 kassiert, 84 angerichtet. Wahnsinn. Boah. Eine Einheit hat ja immer 100 Leben. So, Legion können wir keine bauen. Kompositbogenschützen oder Balliste. Bauen wir mal Kompositbogenschützen. Wir haben kein Eisen mehr. Insofern ist es jetzt aus mit Legionen erst einmal. So, die müssen eine Runde warten, ne? Genau, man kann ein Jagdlager auch im Wald errichten. Weil der Wald natürlich einen Nahrung geben würde. Komm. Her damit. Das wird auch unsere Balliste hier boosten.
Wollen wir es jetzt anfangen? Ich denke ja. Ich denke ja. Was natürlich auch möglich wäre, dass wir versuchen, diese Balliste nach ganz vorne zu bringen und die dann auch in Stellung bringen direkt. Hier. Aber Leute, was soll der Geiz, ne? Was soll der Geiz? Ich bin mir nicht ganz sicher. Die haben 72, die müssen noch 3 Runden regenerieren. Die müssen noch ewig regenerieren, weil die dauerhaft beschossen werden. Wir könnten die aber mal nach hinten ziehen. Die müssen noch wie lange regenerieren? Noch 2 Runden. Machen wir... Boah! Nein, das wollte ich nicht. Geht mal wieder. Stopp. So. Einfach nichts tun. Danke. So. Ihr zieht eins nach vorne. Ja, es ist uns nicht tragisch mit dieser Legion. Steht uns halt kurz nicht als Verstärkung zur Verfügung, aber so schlimm ist es auch wieder nicht. So. Götterschiff. Bauen wir... War ein Sägewerk. Sehr schön. Wir können Sägewerke bauen. Timur. Nichts tun. So. Die Balliste. Bringen wir südwärts durch. Euch. Ihr überschreitet den Fluss, könnt nächste Runde dann Kompositbogenschützen werden. Es lohnt sich eigentlich kaum, die abzugraden. Aber ein bisschen Erfahrung nehmen sie noch mit. Also, immerhin. So, Kiew hat uns den Krieg erklärt. Schaut es euch an. Ja, ich glaube, wir brauchen keine Trieren mehr bauen. Jetzt mal unabhängig vom Senatsbeschluss. Das ist einfach im Augenblick sinnlos. Die Engländer dominieren so das Wasser. Und hinzu kommt, dass einfach die Flotte in diesem Fall nicht entscheidend ist, sondern unsere Legionen den Sieg erringen werden, wie es ja bei Rom im Übrigen immer war. Das muss man ja dazu sagen. So, ich tapp mal ganz kurz aus, damit ich sehe, wie viel Zeit wir haben. Wir sind schon wieder bei 27 Minuten, das geht alles so schnell. Ich würde sagen, wir beenden dann die Folge an dieser Stelle. Das war jetzt ein bisschen Ruhe vor dem Sturm, würde ich sagen. Selbst wilde Bestien und Wandervögel geraten nicht zweimal in dieselbe Falle oder dasselbe Netz. Das habe ich gerade mit meinen Knöcheln geknackt, habt ihr gehört. Ja, so ist es. Und ich denke mal, wir machen dann an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis dann. Macht's gut und tschüss.